Kennt ihr das, wenn ihr einen Menschen vermisst, obwohl ihr ihn gar nicht kennt? Bei mir ist es so mit Juice WRLD, Alter. Ich zehre täglich tatsächlich daran, dass er nicht mehr da ist, Mann. Das ist extrem traurig einfach nur, Mann. Extrem schade, dass Juice WRLD nicht mehr unter uns ist, Mann. Muss man einfach an der Stelle was sagen. So. Womit fangen wir den heutigen Stream an, Leute? Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Mucke an. Womit fangen wir den heutigen Stream an, Leute? Ich hab für heute ein Gesprächsthema. Vorbereitet würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall, glaube ganz kurz nochmal zwei, drei Takte dazu. Ansonsten bin ich auch durch. Ich muss mir ganz meine Frisur hier mal, ey. Kann doch nicht sein. Guck mal, eigentlich jeder normale Mensch macht sich so seine Haare, bevor er irgendwo hingeht. Ich gucke natürlich vorher nicht drauf und mache das dann immer live vor Kamera. Sau dumm. Ich lasse jetzt einfach so, mich juckt's nicht. Also, folgendes, Leute. Ich habe heute einen Instagram-Post rausgehauen und Jody ja auch. Ich glaube, ihr habt das schon mitbekommen. Jody und ich haben uns getrennt. An sich nichts Wildes, sage ich mal. Wir sind seit ungefähr einem Monat, anderthalb Monaten getrennt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und ich wollte mal ganz kurz da zwei, drei Takte zu sagen. Für die Leute, die es noch nicht gewusst haben, deshalb zeichne ich das hier nochmal ganz kurz mit auf. Also, was soll ich sagen? Shoutout erstmal an der Stelle, hallo. Wir haben uns vor anderthalb Monaten getrennt. Es ist aber alles fein zwischen uns. So, ich will das erstmal ganz kurz mit euch abquetschen. So, ich weiß, dass nicht alle den Instagram-Post gesehen haben. So, mir folgen nicht alle von YouTube und Twitch auf Instagram. Ich habe mit Jody folgenden Text verfasst. Endlich bekommt ihr eure Antwort. Jovi ist tatsächlich kein Paar mehr. Vor circa einem Monat haben wir uns gemeinsam entschieden, unsere Beziehung zu beenden. Aber macht euch keine Sorgen, wir sind im Guten auseinandergegangen. Jovi war schon immer viel mehr als nur eine romantische Beziehung. Es war schon immer eine sehr enge Freundschaft, die noch lange weiterleben wird. Nach den 5 Jahren, die wir zusammengelebt und voneinander gelebt haben, war die beste Entscheidung für uns beide, erstmal getrennte Wege zu gehen. Für uns startet jetzt eine neue Zeit, in der wir uns selbst ganz neu kennenlernen können. Wir werden uns gegenseitig in dieser Zeit bestimmt auch noch das ein oder andere Video von uns beiden zu sehen geben. Es ändert sich nicht viel, aber eigentlich auch, es ändert sich zwar viel, aber eigentlich auch gar nichts. Und wir sind so gespannt auf die Zukunft. No hate, all love. Yes, sir. Das ist quasi das, was wir heute öffentlich gemacht haben. So, es ist ungefähr, wie gesagt, vor anderthalb Monaten circa passiert. Die Gründe so, ja, man hat sich einfach, glaube ich, so, ich will es gar nicht auch zu privat erleben, wir haben uns einfach, glaube ich, ein bisschen auseinandergelebt, so wie das halt einfach in einer langjährigen Beziehung mal passieren kann. Und schauen einfach, wie es jetzt weitergeht und haben jetzt erstmal entschlossen, dass es halt so für uns das Beste ist, das so zu machen. Wo ich aber ganz kurz ein bisschen drüber sprechen möchte, ist so ein bisschen die Thematik, warum wir jetzt so lange, ich meine, anderthalb Monate sind jetzt nicht lange, warum wir aber so lange gewartet haben, quasi das öffentlich zu machen. Eigentlich hätte ich am liebsten gar nichts dazu gesagt und Jody auch nicht, aber irgendwie ist es dann doch so, dass man aufgrund der Öffentlichkeit so ein bisschen dazu quasi schon fast verpflichtet ist, dazu ein, zwei Takte zu sagen. Weil wir haben unsere Beziehung nie großartig versteckt, haben aber immer sehr lange gebraucht, bis wir halt gesagt haben, so, wir sind jetzt zusammen. Also wir haben das halt relativ lange. Sau dumm, dass du hier reinkommst, Tobi, wirklich. Sau. Hä? Aber bringt nicht alles jetzt. Ey, ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit. Ey, Tobi, ihr könnt nicht die ganze Zeit hier reinkommen, das geht nicht. keine Ahnung. Deshalb, also wir hätten am liebsten gar nichts dazu gesagt. So, aber wie gesagt, irgendwie ist man es dann doch der Öffentlichkeit über so ein bisschen verpflichtet. Was ich eigentlich schade finde. Im besten Fall hätten wir das gerne unter uns gehalten. Aber mich haben natürlich auch so ein bisschen, das wollte ich euch ja nochmal ganz kurz sagen. Hier zum Beispiel 2 oder 3, 4, 5 Donuts gestern, die ich bekommen habe hier. Bist du noch mit Jody zusammen? Hey, was ist denn mit dir und Jody? Immer so 5 bis 10 bis 50 Euro Donations. Vor ein paar Tagen auch mal eine etwas höhere Donation. Die dann halt immer wieder penetrant nachgefragt, jo, was ist denn so? Und ihr müsst verstehen, dass wenn wir, Leute, Reefed und, das passiert in Minecraft, aber nicht im IRL, holy shit, das ist Minecraft. Ich talke gerade als Revi-Mensch zu euch, nicht als Revi-Minecraft-Charakter. Ich wollte so ein paar Sachen, wie gesagt, dazu aufklären. Ich fand es ein bisschen schade, dass ihr da so pushy wart. Ich möchte, dass ihr versteht, dass wir als Menschen auch eine Privatperson sind und wir da auf jeden Fall auch die Zeit für uns haben möchten, die wir brauchen. Wenn wir sowas mit euch teilen möchten, dann teilen wir das. Und dann lasst uns aber da auch bitte die Zeit. Wie gesagt, so, super viele Leute haben schon im Chat und auf Instagram und sowas mitbekommen, dass wir halt tatsächlich momentan sehr, sehr wenig Zeit miteinander verbracht haben. Ich war viel unterwegs, Jody war viel unterwegs. Und
Ja, soweit alles cool zwischen uns beiden. Wir verstehen uns sehr gut. Wir haben heute Morgen sehr lange miteinander gesprochen. Es war ein extrem entspannter Talk. Wir haben ein bisschen rumgejoked, ein bisschen rumgekackt. Und wir gehen da relativ positiv raus. Nämlich, wir haben eine extrem schöne Zeit zusammen gehabt. Und ich finde es immer sehr stark, sich auch einzugestehen. Klar, es geht einem schlecht. Aber das gibt sich auch wieder mit der Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Es ist super schade. Aber es hat ja auch seinen Grund, dass man sich trennt. Und wenn es einfach da auf dem Level nicht mehr vibet, wie es mal gewiped hat, wenn man das so verallgemeinern kann, dann ist das so. Dann ist das so und da muss man damit, glaube ich, auch ganz klarkommen. Ich will das einfach so ganz kurz transparent hier mit euch anschneiden und euch erklären. Jody wird auch nicht mit Mo zusammenkommen. Es ist niemals irgendjemand irgendwem fremdgegangen oder sonst was. Es ist nichts passiert. So, alles fein, alles tutti, alles cool. Es hat einfach nur nicht mehr gevibed, wie man als Millennial sagen würde. So, keine Ahnung. Deshalb, ja, keine Ahnung. Wollte ich einfach nur kurz mit dir abgesprochen haben. Der Hund Akani bleibt bei mir. Akani wird auf jeden Fall bei mir weiter wohnen bleiben und zwischendurch auch gerne mal zu Jody kommen. Jody ist immer herzlich willkommen bei mir. Wir werden auf jeden Fall in getrennte Wohnungen ziehen, klar, weil wir halt getrennt sind. Werden wir uns natürlich auch eine eigene Wohnung und sowas suchen. Das wird die Zeit halt zeigen. Und ja, wollte das ganz kurz mit euch besprochen haben. Generell ist das Jahr 2019 so gefühlt echt ein Scheißjahr, was das ab. Also ich habe jetzt mal so im Kopf. Macht man ja eigentlich nicht, aber so im Kopf war so ein bisschen überschlagen. Gab schon sehr viele Trennungen, so um die Apecrine-Jungs und sowas. Das habe ich ja auch alles so ein bisschen am Rande mitbekommen. Viele Beziehungen, die auseinandergegangen sind und so. Aber ich glaube, das ist halt, spitzt es sich zu einem Ende einer Dekade immer so ein bisschen zu. Wisst ihr, 2020, ich glaube, da haben auch viele Leute im Kopf einfach sagen so, wir machen jetzt hier, im Kopf bin ich jetzt Level weiter. Ne, keine Ahnung. Kann natürlich sein. Kann aber auch einfach sein, dass es nur so vorkommt, weil man halt selber in eine Situation steckt. Oder weil es halt in unserer Social Media Bubble so ist. Aber ja. Ich wollte euch einfach, wie gesagt, nur gesagt haben: alles fein. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir werden weiterhin sehr, sehr gute Freunde bleiben. Wir werden weiterhin sicherlich das ein oder andere Video an Content machen. Wir werden auch zusammen in den Urlaub fahren und sowas. Es ändert sich, wie gesagt. Für euch da draußen hat sich sowieso nichts zu ändern, weil das unser Privatleben ist. Und für uns ändert sich ein bisschen was. Aber letztendlich. Ist das eine bewusste Entscheidung, die wir beide getroffen haben? Und ja, Mann, alles fein, alles fein. Ich bin mal gespannt. Wir können ja gleich mal gucken, Alter. Ich glaube, die Promiflash-Videos und so weiter und so fort werden nicht lange auf sich warten lassen, Alter. Das dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Wahrscheinlich übermorgen oder sowas geht's da schon los. Warten wir mal ab, Leute. Warten wir mal ab, was da so kommt. Ich hoffe, es wird nicht allzu unangenehm. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht in so einen Celebrity-Shit reinkommen. Aber ja, Mann. ABK gönnen, auf jeden Fall, habe ich schon drüber nachgedacht. Nur, dass ihr kurz Bescheid wisst, was gerade Sache ist. Wir sind getrennt und uns geht beiden gut. Wir bleiben weiterhin Freunde und es ist alles gut gegangen und Akani bleibt bei mir. So viel wollte ich auf jeden Fall dazu gesagt haben und yeah. Freuen uns auf die Zukunft und werden uns weiterhin supporten. Jody auf jeden Fall, wie gesagt, ein Mensch, der geisteskrankes Talent hat, geisteskrank viel drauf hat und die ich immer sehr schätzen werde. Und das wird sich auch nicht ändern, egal was passiert ist, so egal was jetzt zwischen uns steht. Diese Trennung steht nicht zwischen uns, ganz, ganz klassisch gesagt. So. Ja, Mann, wir werden weiter füreinander da sein, weiter uns unterstützen und weiter hustlen. Und ich hoffe, dass Jody, das habe ich heute Morgen auch gesagt, ihre gottverdammten ganzen Talente endlich mal richtig, richtig nutzt. Okay, so viel dazu an der Stelle. Peace out.